Bevor das Video startet, hier eine kurze Information für euch. Morgen ab 19 Uhr werde ich gemeinsam mit Philipp von DTM and F1 einen kurzen Talk-Livestream zu dem anstehenden Monaco Grand Prix machen. Wenn ihr also Zeit und Bock habt, kommt einfach vorbei. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video, nämlich der 100. Folge der Formel 1 News auf meinem Kanal. Vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich am 28. Mai 2018, verließ der damalige Chefdesigner Simone Resta das Traditionsteam aus Maranello, um für Sauber bzw. jetzt Alfa Romeo als technischer Direktor anzuheuern. Doch Gerüchten zufolge soll Ferrari eine Rückkehr des Italieners in Erwägung ziehen, was von Mattia Binotto nicht dementiert wurde. Er war bei der Scuderia im Laufe der Jahre die Nummer 2 hinter dem jetzigen Teamchef. Zurzeit ist der Posten des Italieners auf drei Leute aufgeteilt, nämlich Fabio Montecchi, David Sanchez und Enrico Cardie. Mittlerweile fangen einige Teams bereits an, am Boliden für 2020 zu arbeiten, Ferrari ist da anders. Sie arbeiten bereits seit Monaten am Nachfolger vom SF90, was aber nicht bedeutet, dass die Entwicklung von Vettels und Leclercs Dienstwagen eingestellt wird. Denn sie müssen sich sowohl deutlich verbessern, als auch für das kommende Jahr daraus lernen. Nächstes Thema. Kommt nach 26 langen Jahren endlich wieder ein Südafrika-Grand Prix auf dem Kyalami-Ring? Formel 1 Marketing-Chef Sean Bratches hatte erst vor kurzem sehr produktive Gespräche. Problem ist nur, dass der Kurs zurzeit nur eine Grad 2-Lizenz von der FIA erhält. Man müsste noch etwas investieren, um auf Grad 1 zu kommen. 2014 hat der Geschäftsführer von Porsche Südafrika, Toby Venter, den Kurs gekauft und auf Grad 2 gebracht. Man unterstützt alle Versuche, die Formel 1 wieder nach Südafrika zu holen, wollen aber selbst den Grand Prix nicht ausrichten. Es fehlt noch ein unabhängiger Organisator mit dem nötigen Geld, dann würde Porsche helfen. Die Hilfe der Regierung braucht man auch. Das letzte wichtige Rennen war 2009, das Finale der Superstar-Serie und ein Rennen in der ehemaligen A1 Grand Prix-Serie. Ab November findet, bei einer Investition an der Lichtanlage, die International GT Challenge dort statt. Um die Formel 1 dort stattfinden zu lassen, braucht man noch Investitionen in Tech-Pro-Barrieren und eine größere Auslaufzone am Ende der langen Geraden. 20 Mal war die Formel 1 von 1967 bis 1993 dort zu Gast. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.